riecht nach Ungeheuer. Seltene Chimären-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Chimären besitzen Merkmale verschiedener Lebewesen. Sie wurden erstmals gesichtet, als die Makroförderung ihre Blütezeit erlebte. Deswegen wurde anfangs vermutet, dass es sich um eine Mutation handelt, die unter dem Einfluss der Makroenergie entstanden ist. Allerdings wurden später in urzeitlichen Erdschichten Fossilien von Kreaturen entdeckt, die als Vorfahren der Chimären angesehen werden. Daher hat sich die Theorie gefestigt, dass diese Spezies schon lange auf diesem Planeten beheimatet ist. Chimären sind überaus aggressiv und kampflustig. Der Schaden, den sie anrichten, nimmt stetig zu. Man sollte sich ihnen deshalb nur mit äußerster Vorsicht nähern. Viel Glück! Dein Einsatz. Ja.
Schultermassage verpassen? Und wie willst du das bitte anstellen? Na, na, na. Du vergisst, dass ich Resonanzschwingungen mit meiner süßen Stimme erzeugen kann. Und zwar so! Sehr witzig. Ich muss schon sagen, doch dieses Mal habe ich eine neue Kampfsimulation erstellt. Probier sie doch bei Gelegenheit aus. Chocobo-Fan ist herzlich willkommen in unserem Shop. Ob Gabe sich wohl noch mal auf...
Cloud, hast du schon mal einen kleinen Chocobo bemerkt, der sich in der Nähe einer Chocobo-Haltestelle aufhält? Offenbar werden junge Chocobos vom typischen Geruch alter Chocobo-Haltestellen angelockt. Wenn du einen streunenden Chocobo entdeckst, dann solltest du dich in der Gegend umsehen. Gut möglich, dass du dabei eine Chocobo-Haltestelle findest. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde, Cloud.
übertreiben. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. In der Jahreszeit, die Arbeit Tonalus, die Junon-Region, um einen Brutplatz zu finden. Sie bauen ihre Nester weit ab von menschlichen Siedlungen und ziehen dort auf ihre Jungen los. Die Aufgabe der männlichen Tonalus ist unter anderem die Nahrung zu suchen. Um Futter für ihre stets hungrigen Jungen zu beschaffen, begeben sie sich jedoch auch in die Nähe von menschlichen Behausungen und schrecken selbst ich vor anderen zurück. Dann übernimmt. Durch Shinra verloren sie einen Großteil ihres Lebensraums.
Schlafen in letzter Zeit häufig. Und nicht als Mitbringsel für die Küche zu enden, ist bei der Lärmerhebung vorsichtig geworden. Ich glaube, hier richtig. Los geht's! Nachschlagen! Zack, hier! Los! Das darf einfach nicht sein! Volle Kraft.